Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich rechne sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Samstag. Heute Samstag, nicht gestern. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Hauptsächlich irre mich jetzt auch nicht. Irre ist menschlich, irre ist möglich. Bei mir wahrscheinlich. So, wir machen weiter und fahren Häckselgut in den globalen Markt. Ich versuche mal jetzt. Na, das mache ich selber. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Unsere. Ja. Die anderen beiden hier stehen da vor der Silage und wissen nicht, was sie machen sollen. Das Lager war ja voll und dann haben sie aufgehört, ne? Und das ist dann. Dann muss ich kurz mal. So ein Sauwetter, ne? Kippen wir ab. Wenn ich einstelle, fährt ihr mich weiter. Und sagt Tschüss und kippt das Zeug da vorne ab. Ein Silo kann man auch kippen, ne? Wir müssen ein bisschen mal verarbeiten. Also Silage kann man verarbeiten hier. Das ist ja. Auf geht's. Oh ja, mit der Geschwindigkeit, ne? Sonst wird das nichts hier. Das ist ja leider so, die verbrauchen ja zu wenig, also. Ich werde mal hier lass ich fahren. Ja. Gut, verarbeitet müssen, ne? Wir wollen erstmal eine Ladung extra gut holen. Damit das noch entsprechend verarbeitet werden kann, ne? Aber ein bisschen was am Lager. Wissen wir weit mehr wie 400.000. Und ich habe ja anfangs da reingefahren als Ausweichvariante für den globalen Markt, falls es da nicht ging. Deswegen ist jetzt auch hier drin und weil ich erst mit Audrive den anderen Kurs eingefahren habe beim Silo und das damit die Ernte nicht steht, habe ich gesagt, okay, erstmal da rein. Der Punkt war ja vorhanden und daher. Schauen wir mal, ne? Ich befürchte ja nur, dass wir jetzt hier auch noch so wenig Verarbeitungsdings haben für zwei Fahrzeuge. Das heißt, wir mal einen rausnehmen. In der Theorie. Ja, alle Fahrzeuge sollen irgendwann auf Acker. Auf 12. Wir können auch hier stehen irgendwo, wo Originalboden ist, ne? Wo Original nicht Original ist, ist ungünstig, ne? Besonders dann, wenn es abgekratzt wurde, ne? Ja, ich liefe und du fährst weg. Schon wieder an 7. Mensch, 2 angefangen heute. Ich werde nie fertig. Aber das Ende ist nah für heute. Und da geht es mit Bearbeiten los. Aber das macht er nebenbei. Einfach vorne kurze Pause.
komisch aus, ne? Ja, gutes Lager. Ah, verdammt. Überlege gerade, ob wir das Essen machen, jetzt im Anruf. Einkaufen war ich nicht. Hatte ich keine Lust mehr gehabt. Aber mal schauen. Irgendwas werde ich schon finden. Ich muss ja nicht was einkaufen. Ich bin ja immer am meisten noch da. Kühe müssen spätestens morgen entweder versorgt werden oder drüben. Bumm. Und voll. Was hat er für ein Problem? Achso, bestimmt ein Kurs hier. Ja, da muss ich auch ein bisschen gucken beim nächsten Mal, dass ich da die Kurse anders fahre oder irgendwie, dass es so dass ein geradeaus Kurs gibt. Und diesen ein geradeaus Kurs die Kurse abzweigen brauchen. Auf keinen Fall durchgehende Kurse gibt, ne? Also das soll der Fan kommen, aber wird garantiert voll sein, die PGA. Und dann bleibt er stehen, ne? Da habe ich ein bisschen warten, bis er verarbeitet, ne? Ich kann da nun nicht jetzt auf 120 durchlaufen lassen, nur wie in der BGH. Geht ja nicht. Für die Produktion wäre das gut. Das kriegen wir sowieso nicht alles rein. Das wird garantiert noch ein bisschen drin bleiben müssen. Übernächste Woche geht das große Tiere-Transport los. Das Lager müsste ich auch verkaufen. Nur das Lager wäre nicht ganz so dramatisch. Wichtig wäre der Stall, dass der weg ist. Das Lager, wenn ich einen Spielstand suche, wo das ganze Zeug gelagert ist oder eingetragen ist. Und da hast du einen weiteren Stall bei, der nicht auftaucht, ist ungünstig. Also besser, ich mach den vorher weg, ich verkaufe den vorher. Aber so weit bin ich noch nicht. Da wird man mindestens ein, zwei Wochenenden fortfahren hier. Ne? Müsste eigentlich männliche Bohlen verkaufen, aber so, die sind auch nicht so weit normalerweise. Ja, das ist fast voll, ne? Das Häckselgut. 200.000 müssen noch drin sein, 250.000. Tja, das ist natürlich jetzt blöd. Gar nicht mal. Wir stellen den mal im Lager hin. Und dann schauen wir mal, dass wir anderen Fahrzeuge auf den Acker kriegen. Ne? Oder schon mal die ersten Kühe umstallen. Ne? Jeden Tag ein bisschen, dann fällt er nicht so auf. Dann müssen wir nur einen LKW haben. Passt ja gerade ganz gut, ne? Dann kann er hier an aller Ruhe schon mal verarbeiten, das Zeug, und wir können in aller Ruhe erstmal ein paar Tiere umstellen. Also die ersten Kühe müssen wir jetzt auf der Milch verzichten oder die Milch von da holen, das geht ja auch. Also
Irgendwo wird da ein Trigger sein, wo man die Milch holen kann. Wenn ich fest überzeugt, dass da einer ist. Ich habe beide eine Milch wahrgenommen. Denn hier wird auch Milch da sein, aber aktuell. Ich krieg die an Tür in den Marsch rein verarbeitet. Muss ja verkaufen. Obwohl. Getreideernte ist so gut wie erledigt, also. Also hier Weizen und Gerste ist da durch, ne? Und Hafer ist da auch nicht mehr so viel. Also Hafer war sogar alle. Also das ist, ich glaube, noch ein kleines Feld mit Weizen. Also die Ernte ist da vorbei. Das nächste wäre ein Raps, wenn reif wird. Ist aber auch kein Ding, das sind nur zwei Felder. Etwas größer, gebe ich zu, aber halt keine Masse halt, ne? Das ist ein Kleinanhänger, ne? Naja. Jetzt haben wir Uhrzeit. 12. Dann müssen wir uns gleich mit LKW zulegen, ne? Müsste man gleich machen, ne? Aber erstmal gucken, ob wir einen überhaupt da haben. Weil Tierhaltung. Mücke oder eine Fliege? Ballentechnik, Schiebe, Forsttransport. Das sieht mich besser. 64 oder. Mal gucken, mal hier ein drin. Da ist 64. Der hat nur Schafe. Die Farbe ist mir egal. Design Standard. Hühner. Wie Hühner? Achso, Hühner Plus. Standard. Ich werde den so mieten, also oder kaufen, anderen verkaufen. Wir mieten den erstmal. LKW machen wir genau gleiche. Dann haben wir jetzt da extra ein. Der hat 260 PS. Ne, 26. Gleich mal die Farbe an, die das Original ist. Beige, ne? Silber, Beige, Weiß. Und den mieten wir auch. Dann ist nämlich Quatsch, mit diesem zu fahren. Der brauchen wir doppelte Zeit für. So. Geht's mal rüber zum Händler. Wo ist er? Was ich merken muss, ist nachher, welche Felder ich habe, muss man aufschreiben. Also wie die Balken herkommen, weiß ich nicht. Ich weiß es vom Sägewerk. Das Sägewerk wird man nicht kaufen. Das werde ich veräußern. Und da muss immer gehen, ne? Auf geht's zum Stall. Ja, auf geht's, ne? Nichts für den Großen. Schon die erste Beute geholt. Oh, 100. Der Firmenchef sehen würde. Ach, bin ich ja selber.
Ja, richtig. 83 nur. Naja, geht auch. Über den Hof brauchen wir eh nicht so schnell rasen, ne? Stabil muss er fahren, das alles andere ist nicht so wichtig. Schnell zum Hof und dann wieder zurück. Ja, alles für die Vorbereitung und Umzug, ne? Wenn keine Karte kommen, wäre schon fleißig beim Aussaat gewesen, ne? Also die ganzen Felder schon bestellt gehabt, mehr oder weniger, ne? Und dies hier hätten weniger mit Weizen machen können oder Gerste. Hätten wir wahrscheinlich ja, Sonnenblumen, Raps, alles hätten wir machen müssen. Und im Frühjahr, ja, Sonnenblumen halt im Frühjahr. Da wo der Mais ist, dann Gras wieder rein, ne? Wie gesagt, Umzug, die Fahrzeuge, die müssen auf dem Feld stehen, also da hätten wohl alles. Wenn sie alle auf dem anderen Feld stehen, ja gut, oder da vorne am Silo, das ist nicht tragisch. Zur Not würde ich mir die Fahrzeuge also zurücksetzen und dem Händler und dann nach und nach zum Hof fahren. Zur Not. Hier ist ja alles Originalhöhe, da geht's ja alles, ne? Aber wie gesagt, das andere ist ja ungünstig, ne? Oh ja, ich bin müde. Halt. Oh, da noch ein Fahrzeug. Also zum Stall muss ich, Junge, zum Stall. Ich meine, der Mist könnte auch noch zu BGH, ne? Aber das ist hier ein Problem, wenn auch die Lage blockiert, ne? Also. Beides ungünstig, aber gut, soll's. Mein Bruder fährt auch Tiere. G-Transporte. So, stallen wir um. Wir nehmen einfach die Tiere, die kommen, ne? So, die Schauer, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Jetzt haben wir schon Dank fürs Reinschauen. Jetzt gehen wir auf 1 runter bei Tiertransport. Ja, morgen geht's weiter, ne? Hier, Tiere. Ja, kurz an Hühner, aber hier haben wir keine. Ja, Milch verkaufen noch, wenn es geht. Demnächst. Ansonsten Tiere umstallen. So, tschüss und ciao, ciao. Ich habe noch einen schönen Rest Samstag. Ja, morgen geht's weiter, hier wieder bei Tiere. Und naja, alles andere ist ja fertig. BGH und so, ne? Nicht so wichtig. Hauptsache Tiere mal. Dann schauen wir gleich mal, wenn die Tiere weg sind, dass ich da aber wieder den BGH, den Transport an den Gang kriege. Dann sagen wir schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss, bis und bis dann. Tschüss.